Hallo liebe Leute und weiter geht es mit Breath of Fire 2. Und im letzten Video haben wir ja herausgefunden, dass wir in der Stadt Efrei gefangen sind. Und dann mussten wir halt jemanden aufsuchen. Eine nette Frau, die uns den Weg gezeigt hat, wie wir hier am besten wieder rauskommen können. Und als nächstes müssen wir... was müssen wir nochmal besuchen? Ich weiß nur, irgendeine Stadt südlich von... verdammt. Jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Südlich von... Ach, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Na gut, ich muss ja sowieso erstmal aus diesem Labyrinth rauskommen. Von daher habe ich erstmal diese Sorge am Hals. Und solange ich noch nicht raus bin, brauche ich mir noch keine Gedanken machen, wo ich als nächstes überhaupt nochmal hin muss. Ich weiß nur, es ist eine Stadt. Warum weiß ich das gerade nicht mehr? Okay. Hier vielleicht hoch? Wo sind wir jetzt? Ist hier irgendwas? Tholen? Ach, was soll ich mit Tholen? Hier sind Bücher. Jo, viele Bücher sogar. Okay, du verstehst mir den Weg. Oh, wo kommt ihr denn her? Wir wollten fragen, ob ihr vielleicht ein Zimmer für uns übrig... Achso. Ah, dankeschön. Ist ja geil. Okay. Aber jetzt wüsste ich gerne, wo ich mich befinde. Hier ist eine Drachenstatue. Speichern wir doch glatt mal. So. Wunderbar. Und wir wollen fortsetzen. Ach ja, let's go. Okay. Ich verstehe. Okay. Gut, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Also in Efrei gehe ich jetzt auf jeden Fall nicht rein. Südlich von... Was war es jetzt nochmal? Irgendwie bin ich gerade ein bisschen planlos. Ich sollte mal jede Stadt durchgehen, aber das wäre auch nicht gerade Sinn und Zweck der Sache. Mann, die Frau hat es mir doch gesagt. Achso, ja, vom Farmdorf. Genau. Jetzt weiß ich ja. Wo ich gerade hier bin. Südlich. Das heißt, da unten der Punkt muss es wohl sein. Das hier. Vielleicht. Naja, mal schauen. Auf gut Glück versuchen. Okay, hier haben wir Steine, die im Weg sind. Ey, ihr da oben. Macht mir den Weg frei. Warte mal, Rent? Nee. Geht auch nicht. Nina kann auch nichts. Nee, Boch war es jetzt. Okay. Moment. Ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Wahrscheinlich muss ich jetzt eine Drachenstatue aufsuchen und Rinpo mitnehmen. Jetzt muss ich erstmal Nina wieder auswählen, damit ich fliegen kann. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die nächste Drachenstatue? Ich glaube, im Farmdorf ist eine. Da muss ich nicht ganz so weit fliegen. Ich hoffe, ich liege mit meiner Vermutung richtig. Weil Rinpo kann ja zuschlagen mit ihrem Stock. Und deswegen vermute ich mal, dass das geht. Wobei, Nina muss auch drinnen bleiben. Ach, speichern wollte ich doch nicht. Das heißt, ich werde Rent wohl erstmal rausnehmen müssen. Erstmal. Okay, Boch. Nina und Rinpo. Ja. Reihenfolge, manuell. Na, verdammt, so wollte ich das nicht. Ich wollte Rinpo mit Nina tauschen, genau so. Okay, hoffe ich mal, dass ich richtig liege. Okay, dann brauche ich jetzt wieder Mina den Vogel. Eigentlich sieht der Vogel an sich ja richtig schön aus, irgendwie, von den Farben her. Richtig wunderschön gemacht. Aber trotzdem schade für die Opfergabe, die sie gebracht hat. So, jetzt rein hier. Jetzt wollen wir mal sehen. So. Ah ja. Meine Vermutung war richtig. Ist das geil? Perfekt. So. Hallöchen. Was? Clary schickt euch? Dann kommt schnell rein. Dankeschön. Der Boss müsste im Haus sein. Okay, in welchen? Hier sind zwei Stücke. okay. Ich glaube... Jo, ich bin richtig. Hallöchen. Huch! Oha, was bist du... Wow! Oh, tut mir leid. Ich bin der Anführer, Tiger. Was kann ich für euch tun?
Tiger, der Name sagt mir was. Wir haben von Clarice gehört, dass ihr vorhabt, das mit Tag TV aufzunehmen. Ist das wahr? Keiner, Okay, ich verstehe schon. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Ich glaube, der hat sich jetzt in Rimpo verliebt. Ach du Scheiße! Yeah, wir werden Sankt Eva vernichten. Sie ist kein Göttin, alles nur Betrug. Da ist ein Übersetzungsfehler, Leute. In keinem Fall würdest du an Sankt Eva glauben? Genau. Hey, warum kommst du mir immer näher? Er will dich, verstehst du das nicht? Ist doch wohl offensichtlich. Entschuldige, und ihr? Mögt ihr Sankt Eva ebenso wenig? Genau. Du hast es erfasst. Lass uns Sankt Eva zusammen vernichten. Ihr scheint sehr stark zu sein. Wir haben Pläne, den Dom endgültig den Erdboden gleich zu machen. Aber wir können sie noch nicht durchführen. Wie? Warum das nicht? Um die Wahrheit zu sagen, wir haben kein Geld. Wir haben genug. Wir haben eine 500.000. Unser Sponsor ging zur Pyramide und ist noch nicht zurückgekehrt. Und Kriege kosten Geld, viel Geld. Achso, Kriege. Wollte gerade sagen, was wir das denn heißen jetzt so. Bevor unser Sponsor nicht zurück ist, können wir leider nichts tun. Das heißt, ich darf zur Pyramide aufbrechen. Na, ganz toll. Dann wollt ihr, dass wir zur Pyramide gehen und den Sponsor zurückholen? Das wäre großartig. Mann, wir haben doch eine 500.000. Warum können wir denen nichts geben? Hallo? Das wäre doch so viel einfacher. Naja, muss ich nicht verstehen. Alles klar. Lasst uns gehen. Gehen wir zur Pyramide und finden den Sponsor. Wäre echt nicht verkehrt, wenn ich wüsste, wo diese Pyramide ist. Wenn wir den Sponsor zurückbringen, dann können wir gemeinsam weiterkämpfen. Ich denke, das wäre das Beste für uns alle. Yeah, das wäre geil. Wie ist eigentlich dein Name? Ich heiße Rinpo. Man sieht sich, ne? Okay. Was auch immer das jetzt war. Ah, jetzt darf ich mich also auf die Suche nach einer Pyramide machen. Herrlich. Unser Boss ist einfach großartig. Auch wenn wir mal in Schwierigkeiten geraten, weil er an Klaustrophobie leidet. Achso, er darf keine Fahrstühle fahren. Auch nicht schlecht. Sankt Evas Lehren machen Sinn. Wirf den Hass über Bord und betet zu Eva. Auf, dass er der Welt den Frieden schenke. Ey, raus mit dir. Glaubt ihr, dass mit den Leuten, die so denken, etwas Seltsames geschieht? Ich verstehe das nicht. Achso. Ich dachte jetzt, er denkt wirklich so. Die Gläubigen von Sankt Eva sind unschuldig. Sie werden nur benutzt. Der wahre Schurke ist der Gründer von Sankt Eva, Habaruk. Ah, verstehe. Kennt ihr die Kirche Bando? Ich glaube, da war ich schon. Es ist nur eine kleine Kirche auf dem Land, aber irgendwie ist sie den Gläubigen von Sankt Eva sehr gut bekannt. Ich glaube, da war ich auch schon. Ich glaube es nicht nur, das weiß ich sogar noch. Um es kurz zu sagen, diese Stadt ist für all jene, die Sankt Eva überhaupt nicht ausstehen können. Da habt ihr euch aber einen guten Fleck ausgesucht. Sankt Eva verbreitet sich auf der ganzen Welt in einem rasenden Tempo. Gleichzeitig werden jedoch immer mehr Leute skeptisch gegenüber Sankt Eva. Und du, Kollege? Meine Freundin ging zum Dom Evas, aber sie kam nie von dort zurück. Glaubt ihr nicht, dass es seltsam ist, dass sie nicht einmal geschrieben hat? Ja, das ist seltsam. Moment, ich spreche nochmal mit Tiger. Vielleicht sagt er mir, wo ich die Pyramide ungefähr finde. Die Pyramide liegt in der Wüste. Dort gibt es sehr viele Fallen. Seid vorsichtig. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Wie wär's mit dem Inn? Moment, übernachtet habe ich doch irgendwo im Inn. Rinpo ist ja auch geheilt? Okay, gut. Da muss ich jetzt nochmal die Steine hier beseitigen. Gut, ich glaube, ich weiß auch, welche Wüste gemeint ist mit der Wüste. Und da will ich jetzt hin. So. Ich sollte schon mal zu Nina wechseln. Weil gleich muss ich den Vogel wieder rufen. Und dann geht's auf zur Pyramide. Yeah. Wir machen uns auf zur Pyramide. So, jetzt muss ich erstmal auf die Karte gucken. Wo ist die Wüste? Da rechts, okay. Gut, jetzt darf ich den ganzen Weg nach rechts fliegen. Und dann müsste ich auf jeden Fall gleich da bei der Pyramide ankommen. Glaube ich. Hoffe ich. Hier ist die Wüste. Das ist nicht die Pyramide, das ist ein Schloss. Hier soll auf jeden Fall irgendwo eine Pyramide sein. Aber ich sehe keine. Nee, hier ist auch nichts. Vielleicht muss ich in dieses Schloss. Zumindest ist das
das einzige Auffällige hier in der Wüste. Na gut, oder? Was sagt die Karte? Da oben rechts ist... Ah ne, das war Hochland. Okay, dann landen wir mal hier. Okay, da kann ich nicht landen. Ja, ich wollte landen. Mensch. So, jetzt aber. Okay, gehen wir mal... Oder soll ich hier die Pyramide darstellen vielleicht? So, wo bin ich? Pyramide, yay, gut Leute, ich bin tatsächlich richtig. Gut, dann würde ich sagen, gucke ich mich nicht in dieser Pyramide hier im nächsten Video an. Boah, das wird ein Spaß, glaube ich. Ich hoffe, das ist nicht so ein schreckliches Labyrinth. Gut Leute, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.